Auf Ausstellungen meiner Farbholzschnitte werde ich immer wieder gefragt, wie machen Sie die? Ich habe dann versucht, mit fertig geschnittenen Platten zu demonstrieren, wie ein Farbholzschnitt gedruckt wird. Und ich habe die Feststellung gemacht, dass das mehr verwirrt, als dass es zur Aufklärung beiträgt. Nun wird ein Werkverzeichnis in Zusammenarbeit mit dem Altonaer Museum hergestellt, ein Werkverzeichnis meiner Farbholzschnitte. Und bei den Vorgesprächen zu diesem Werkverzeichnis kam dann im Altonaer Museum die Idee auf, ein Video zu machen, das die Entstehung eines Farbholzschnittes aufzeichnet. Im Mittelpunkt meiner Farbholzschnitte steht die amphibische Landschaft. Wie bekomme ich diese amphibische Landschaft jetzt auf den Block, auf den Stock? Da habe ich zum einen Skizzen, die ich vor Ort mache, Langenes zum Beispiel, grobe Skizzen. Und ich kann gleich mal zeigen, diese Skizze ist letztendlich diejenige, die ich als Holzschnitt machen werde. Ich habe hier die Skizze, die ich mitgebracht habe. Diese Skizze habe ich übertragen auf dieses passgerechte, für den Stock genau abgepasste Papier. Und auf dieses Papier jetzt, die Begrenzungen sind klar erkennbar, übertrage ich diese Skizze allerdings mit entsprechenden Feinheiten. Ich arbeite sie ein bisschen aus, denn man könnte sie auch so schneiden. Aber für diese Demonstration finde ich es schon gut, wenn man auch mal ein bisschen mehr ins Detail geht, damit man nachher zum Schluss auch etwas mehr sieht als bei so etwas. Zu diesem Zwecke habe ich das also aufgelegt. Wichtig ist natürlich, dass man ein entsprechendes Pauspapier darunter legt. Passgerecht die grobe Skizze hier auflegt, die Bleistiftskizze, und dann nichts anderes macht, als schlicht durchzupausen. Diese Platte ist die erste Platte, die ich mache. Es ist die Konturenplatte. Das heißt, alles das, was ich jetzt hier stehen lasse, wird zum Schluss schwarz. Ich schneide diese Platte zwar zuerst, aber gedruckt wird sie ganz zum Schluss. Und wir werden sehen, warum. Vorweg gesagt, dieses Schwarz, diese Konturen- oder Strichplatte ist das wesentliche Gerüst für den späteren Holzschnitt. Etwas, was ich von Kliman gelernt habe. Ich werde jetzt anfangen zu schneiden. Dazu habe ich hier meine Platte, meinen Stock, und mein wichtigstes Handwerkzeug ist dieses Schnittmesser, mit dem ich fast alles mache. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten der Holzbearbeitung, aber ich mache fast alles mit dem Schnittmesser. Nur wenn ich nachher die freien Partien heraushebe aus dem Holz, dann nehme ich ein Hohleisen, aber das werden wir dann noch sehen. Beim Schneiden, ja, ist das eine ganz einfache Angelegenheit. Ich schneide jetzt ins Holz. Anhand oder entlang der vorgegebenen Konturen lasse das stehen,
was nachher drucken soll. Es ist also ein Hochdruck und, wenn man so will, ein Schwarzlinienschnitt. Schwarzlinienschnitt deshalb, weil das, was ich stehen lasse an Linien, an Stegen, an Inseln, nachher schwarz druckt. Die Linien sind das größte Problem bei der Schneiderei, weil das Holz nun mal eine spröde Angelegenheit ist. Ich lege jetzt die obere Partie der Linien und Stege, lege ich jetzt frei, indem ich das umliegende Holz wegschneide, denn das soll ja nicht bedrucken. Es soll nur die ausgeschnittenen, freigelegten Linien und Stege drucken. Und da muss ich natürlich jetzt aufpassen, dass ich mir nicht zu guter Letzt noch eine Linie oder einen Steg wegschneide. Und deshalb nehme ich das kleinste Hohleisen, was ich habe. Mit dem großen Hohleisen gehe ich jetzt dabei und schneide den Rest raus. Schneiden der Farbplatten. Ich werde drei Farbplatten haben. Eine Farbplatte habe ich schon vorgeschnitten. Das ist ein Schneiden von Flächen. Wir erinnern uns, hier ist das Watt. Hier oben habe ich vorhin die Linien rausgeschnitten mit den angedeuteten Stacks und so weiter. Hier wird dann die Insel herkommen. Hier hört dann das Watt auf, hier haben wir noch so Wattinseln. Dann entstehen hier die Pfähle drin. Also dieses Schneiden von Flächen ist deutlich einfacher. Wir kommen jetzt zu dem schöneren Teil der Aufzeichnung. Das ist nicht der Wein, den will ich mal wieder beiseite stellen, sondern wir kommen jetzt zu dem Drucken, dem farbigen Drucken. Das Drucken mit der Farbe ist für mich der schönere Teil, weil ich damit die Freude an der Farbe entwickle, und Farbe ist für mich eine wesentliche Mitteilung in der Malerei. Ich komme ja von der Malerei und habe dann erst eine Grafik gemacht. Diejenigen, die von der Grafik kommen und hier weitermachen, gehen im Allgemeinen erstmal schwarz-weiß vor. Das mache ich nicht. Wie gesagt, die Farbe ist für mich sehr wichtig. Es geht, wie gesagt, um das Drucken, um das farbige Drucken. Und zum farbigen Drucken muss man Farben haben. Diese Farben, die kann ich nicht einfach jetzt aus der Dose oder aus der Tube nehmen, sondern ich muss sie entsprechend dem Gestaltungswillen, dem farblichen Gestaltungswillen mischen. Ich habe zwei Farben, einmal Offset-Druckfarben in der großen Dose und zum anderen Tubenfarben, das sind Buchdruckfarben, die dann die nötigen Differenzierungen geben. Wie gesagt, aus der Tube, aus der Dose geht nicht, muss gemischt werden. Jetzt zum Einwalzen des Stocks der Platte.
Wobei beim Einwalzen, das heißt Farbübertragen auf den Stock, diese Walzen meine wichtigsten Geräte sind. Das sind Originaldruckerwalzen, also keine handelsüblichen. Die habe ich von Anfang an, sehr teuer, und die hege ich wie mein Augapfel. Walzen. Der erste Walzvorgang ist immer ein wenig problematisch, weil das jungfräuliche Holz noch nichts aufgenommen hat. Die nächsten Walzprozesse werden leichter. Ich nehme ein Rivesbütten, ein saugstarkes Papier, also wenig bis gar nicht geleimt, damit die Farbe schön in das Papier eindringt und dann die nächste Farbe nicht zu speckig draufsetzt. Man muss auch dazu sagen, dass ich den Druckvorgang auf einen Takt beschränke, bis zu 8 Stunden, damit die Farbe feucht bleibt. In dem Augenblick, wo Offsetfarbe oder Buchdruckfarbe trocken ist, dann sperrt sie den Grund ab und jede weitere Farbe, die sitzt dann sehr speckig darauf. Das ist kein guter Eindruck. Es muss schön Duft bleiben wie ein Aquarell. Es gibt Drucker, die legen jetzt das Papier auf die Platte. Beim ersten Mal geht das. Bei den nächsten Malen hat man Probleme mit den Passern. Ich möchte aber von Anfang an wissen, wie die Platte auf dem Papier liegt. Und deshalb gebe ich die Platte auf das Papier und nicht das Papier auf die Platte. Dazu ist es natürlich erforderlich, dass ich die Platte umdrehe. Beim ersten Mal ist das kein Problem des Passens, nur des Aufteilens auf das Blatt. Bei den nächsten Auflagen wird es schwieriger. Ich mache auch deshalb die große Farbfläche mit zuerst, damit ich nachher die Passer hier habe für die nächsten Platten. So, jetzt geht es ab in die Presse. So, jetzt kommt, damit das ein ebenmäßiger Abdruck wird, eine feste Pappe drauf. Den Druck habe ich vorher eingestellt. Der muss sich ja nach der Dicke der Platte richten. Der Druck, also der Pressdruck, das merke ich schon. Der sitzt gut, vielleicht ein wenig zu schlamm. Wollen wir mal sehen, wie es aussieht. Das ist die erste Stunde der Wahrheit, aber es kommen noch 2 weitere. Normal 3 weitere. Ich bin natürlich selber gespannt, aber ich sehe schon, dass es gut ist. Ohne Probedruck, ich glaube, das ist gut. Hier unten soll ja Spiegelung nachher stattfinden, hier oben der Himmel stattfinden, vielleicht ein bisschen weniger blau. Helligkeit könnte hinkommen. Wir wollen ja kein zu flaches Bild haben.
Ja, das wäre der erste Druck, die erste Platte. Davon mache ich normalerweise jetzt 10 Stück. Aber das würde zu lange dauern. So lange kann man hier nicht drehen. Das heißt, ich gehe über zum nächsten Blatt. Einwandfrei. Das, was beabsichtigt war, ist drin. Ja. Einen Satz muss ich noch loswerden. Bin ich noch dran? Das Abheben der letzten Platte, ob nun Konturenplatte oder wie auch immer, hat der große Holzschneider Hart Grieshaber bezeichnet als das letzte Abenteuer der Grafik. Nicht von mir. Hätte von mir sein können, aber letzte Abenteuer der Grafik. Und da, wenn man das sieht, ist auch was dran, nicht? Denn diese Platte entscheidet jetzt, ob es was geworden ist oder nicht.